würden Sie tun, um für Chancengleichheit im Bildungswesen zu sorgen? Ja, wir sagen als Linke, dass die Bildung erstmal grundsätzlich unabhängig vom Geldbeutel der Eltern möglich sein muss. Wir wollen ein einheitliches Schulsystem von der Kita bis zum Studium realisieren und setzen uns daher für die Aufhebung der Kooperationsvereinbarung auf Bundesebene ein. Bildung ist ja in der Regel Ländersache. Und wir sagen, dass es nicht sein kann, dass wir 16 verschiedene Schulsysteme in der Bundesrepublik haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Grundstein für ein gutes, ausgewogenes Bildungssystem. Dazu gehören ganz viele Bereiche, die Frage der Digitalisierung, dass man den Kindern Endgeräte zur Verfügung stellt, kostenlos, aber auch, dass wir kostenloses Mittagessen an den Schulen und an den Kitas sozusagen auch vorhalten für die Kinder und Jugendlichen. Ich würde sagen, Voraussetzung dafür ist, Bildung muss erstmal kostenlos sein. Und zwar sämtliche Bildung einschließlich der Erwachsenenbildung. Es kann ja nicht angehen, dass Bildung vom sozialen Stand abhängig ist, weil Geringverdiener oder Leistungsbezieher sich Bildungsmittel nicht leisten können. Da bin ich gleich wieder beim digitalen Unterricht. Das ist ein Folgethema, politisch angeordnet. Es zu Unterrichtsausschlüssen kommt, weil kein Tablet vorhanden ist. Also Bildung muss bedingungslos und kostenlos sein. Bildung vom Menschen ausgedacht, ohne politische oder wirtschaftliche Interessen. Das Recht auf Bildung muss im Grundgesetz meiner Meinung nach verankert werden. Und zwar so, dass sich die Schulbildung von Kindern und Jugendlichen an den Interessen und Fähigkeiten orientiert. Ich stehe für einen grundlegenden Wandel unseres Bildungssystems hin zu selbstbestimmten Lernen ohne finanzielle Hürden. Ergebnis ist Chancengleichheit. Aus Erfahrung weiß ich, dass viele Jugendliche und Kinder in viel zu kleinen Wohnungen lernen mussten und müssen. Und da setze ich mich für eine Kindergrundsicherung ein. Das heißt, das Kindergeld wird abgelöst, indem 280 Euro pro Kind und Monat bezahlt wird. Und wenn das Gehalt dementsprechend gering ist, wird das noch aufgestockt, bis auf 500 Euro sogar. Die Garantiesicherung soll Hartz IV ablösen und der Mindestlohn soll mindestens 12 Euro pro Stunde betragen. Weiterhin ist für mich wichtig, dass jedes Kind einen Rechtsanspruch in den Kitas für einen Ganztagsplatz hat, aber auch in den Schulen. Die grüne Bildungspolitik sieht vor, dass wir Teams in Schulen bilden, das heißt Lehrkräfte, ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen, die gemeinsam sich um die Belange und die Probleme der einzelnen lernenden Kinder und Jugendliche kümmert. Der Fachkräftemangel in diesem Bereich, besonders bei den ErzieherInnen, muss behoben werden, indem eine bessere Bezahlung erfolgt und die Arbeitsbedingungen verbessert werden. An den öffentlichen Universitäten soll weiterhin ein kostenfreier Zugang möglich sein, aber beim BAföG muss eine Verbesserung erfolgen, weil momentan nur jede achte Studierende volles BAföG, also Ausbildungsförderung, erhält und in den 70er Jahren waren es noch jeder zweite. Ich glaube, dass Bildung das beste Mittel ist, um sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Deswegen möchte ich erst einmal 2,5 Milliarden Euro mehr in Bildung investieren in Deutschland. Zudem denke ich, dass die Talentschulen, die man bereits hier in Nordrhein-Westfalen angefangen hat aufzubauen, eigentlich auch bundesweit benötigt werden. Und dazu möchte ich noch gucken, dass wir auch mehr noch in Digitalisierung investieren, einen zweiten Digitalpakt für die Schulen. Gleiche Bildungschancen sind eigentlich ein Grundrecht, was uns sehr wichtig ist. Und wir haben jetzt nicht zuletzt in der Corona-Pandemie festgestellt, dass es immer noch viel zu sehr vom Geldbeutel der Eltern oder auch vom Bildungshintergrund der Eltern abhängt, welche Bildungschancen die Kinder letztendlich haben. Und da wollen wir Abhilfe schaffen. Zum einen, indem wir viel mehr auf die frühkindliche Bildung schon in der Kita setzen. Und zum anderen wollen wir durch die neue Kindergrundsicherung dafür sorgen, dass Bildungschancen besser werden. Kindergrundsicherung heißt im Prinzip zwei Pfeiler, die wir da stärken wollen. Zum einen wollen wir ein automatisches Kindergeld schaffen, das dann je nach Einkommen zwischen 250 und 500 Euro liegt, wo dann alle Hilfeleistungen für Kinder und Jugendliche zusammengefasst sind, was dann automatisch dann an die Eltern pro Kind überwiesen wird. Und zum anderen wollen wir auch die institutionellen Strukturen stärken. Das heißt, Ganztagsbetreuung ausbauen, die Gebäudesubstanz mit unterstützen aus Bundessicht,
dafür sorgen, dass Bus- und Bahnfahren kostenlos wird für Schüler, um die sozialen Nachteile auszugleichen. Ich würde im Kindergarten anfangen, und zwar bei der deutschen Sprache. Dass man also sehr, sehr früh anfängt, Deutsch zu lernen, damit alle den gleichen Start haben. Und dann würde ich natürlich die Schulen entsprechend ausstatten und auch schulen, dass man jeden Einzelnen mitnimmt, sodass er auch das Lernziel erreicht und das bei jeder Schule. Nicht sortiert eine hochwertige Schule, eine weniger hochwertige Schule, sondern für alle. Und zur Digitalisierung kommen wir wahrscheinlich noch. Das gehört natürlich dazu, dass man heute das Ganze auch digital machen kann.